gehört auf dem Kanal. Ja, weil ich leider sehr, sehr viel beschäftigt war und war ja auch nur noch Vertreter. Aber da es ja bei uns gerade ein bisschen stockend läuft, dachte ich, ich mache euch einfach mal ein Update aus meinem Leben und was gerade bei mir so abgeht. Und ja, genau, wie der ein oder andere weiß, bin ich viel beschäftigt mit Arbeit und Studium. Habe deswegen halt auf den Vertreterposten gewechselt. Ja, und gerade bin ich aber nicht am Arbeiten und auch nicht am Studieren. Ich bin gerade in München-Bogenhausen und hatte dort meinen Aufbau. Woo! Und zwar am Dienstag, den 17.07. Ja, wir haben heute Samstag. Das heißt, ich bin heute den vierten Tag Post-OP. Und ich werde euch jetzt einfach mal so ein bisschen von meinen Erfahrungen hier berichten und was ich so bisher erlebt habe. Wichtig, das sind einfach nur meine Erfahrungen. Das muss nicht bei anderen so sein. Und das ist auch meine Meinung, die ich hier äußere und muss nicht zwangsläufig eure sein. Ja, genau. Wie läuft das Ganze so ab? Also man hat einen Tag vorher das Vorgespräch. Das hat man drüben in der Richard-Wagner-Straße, da ist das MVZ, also praktisch gegenüber. Dort war ich im zweiten Stock, hatte mein Aufklärungsgespräch bei Frau Dr. Riegel und einer Kollegin von ihr. Beide waren super, 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 super nett. Ich hatte im Vorhinein viel Probleme mit dem Magen und hatte oft Magenschmerzen und habe Medikamente genommen und hatte auch mit einer Pankreasinsuffizienz zu tun. Also die Bauchspeicheldrüse hat nicht genug Enzyme produziert. Dagegen gibt es Tabletten, ist jetzt nichts Wildes, aber das war halt alles sowas, wo ich mir Gedanken gemacht habe, könnte das vielleicht irgendein Hindernis sein? Ich hatte im Vorhinein schon alle Werte geschickt und so. Frau Dr. Riegel hat mich dann kurz untersucht, hat sich den Clitpen nochmal angeschaut, den Arm angeschaut, hat geguckt, hat so einen Drucktest gemacht und gesagt, ja, okay, alles klar, dann wissen wir, welche Seite wir nehmen. Keine Ahnung, welche sie jetzt genommen hat, mal schauen. Also welche, nicht welche Armseite, sondern welche Seite mit der Blutbahn und so weiter und der Sehne. Ja, genau, danach hat sie das Aufklärungsgespräch mit mir gemacht zur OP. Hat gesagt, das ist gar kein Problem. Ich kann weiter meine Medikamente einfach nehmen, das macht nichts aus. Da war ich natürlich schon erleichtert. Dann hat sie gesagt, ja, ihre Blutplättchen sind ein bisschen wenig, liegt ganz knapp unter dem Normwert. Haben sie denn sonst viel so mit Blutungen oder sowas zu tun? Ich so, nee, eigentlich nur mit Blutergüssen halt nach der OP. Ja, okay. Ja, ist kein Problem, aber wir werden jetzt einfach nochmal Blut abnehmen und sollten sie bis heute Abend nichts gehört haben, dann ist es auch nicht bedenklich und ansonsten lassen wir uns einfach was einfallen. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich hier gut aufgehoben bin und dass sich alle genau auf meinen Fall einstellen und ich nicht eine Nummer bin. Und ja, das hat so ein bisschen meinen Eindruck einfach vom ersten Besuch revidiert, bei dem alles irgendwie so ein bisschen drunter und drüber ging und ich das Gefühl hatte, man läuft hier irgendwie so mit. Genau. Danach wurde ich super aufgeklärt. Sie hat mir alles aufgezeichnet, noch auf dem Papier, was gemacht wird und so mit der Tube-in-Tube-Methode und so. Ich habe den Aufbau aus meinem linken Unterarm machen lassen, weil ich Rechtshänder bin. Und ja, habe meinen Arm vorher fünfmal epilieren lassen. Nee, Laser-Haarentfernung heißt das. Die Narkose. Genau, da wird mittels einem Laser halt die Haare entfernt und so. Dann waren es bei mir deutlich weniger, weil ich halt schon krasse Armbehaarung hatte. Ja, ganz weg kriegt man die natürlich nicht, da man braucht 4 Jahre, bis man haarfrei ist, aber so viel Zeit hatte ich natürlich nicht. Also ja, das war schon eine deutliche Verbesserung und ich hoffe, dass das auch mir in Zukunft hilft und die Beschwerden etwas eindämmt. Ja, dann hat sie noch gefragt, ob ich Raucher bin. Da habe ich gesagt, nein. Da war sie total glücklich und hat gesagt, ja, dass das schon Probleme machen kann mit dem Rauchen und so. Kann, muss nicht. Aber das ist halt schon auch ein ausschlaggebendes Kriterium. Ja, und danach bin ich noch zum Narkosevorgespräch gegangen. Das war auch ein super cooler Arzt. Weiß nicht, wie er heißt. Alle nennen ihn Wolfi. Ja, genau. Also Wolfi hat mir echt auch die Angst vor den Schmerzen genommen. Wir haben viel über die Narkosemittel gesprochen und so und dass es kein Problem ist, dass er genug gibt, dass es auch da genug danach gibt, dass man wirklich keine Schmerzen ertragen muss und so. Das hat mir da auch nochmal ganz gut die Angst genommen. Ja, und dann habe ich noch etliche Fragebögen ausgefüllt, die haben mir nochmal Blut abgenommen und so weiter und so fort. Ja, und dann durfte ich rüber in mein Zimmer beziehen, habe ein Zweierzimmer mit Balkon zum Innenhof und ja, ist auch echt ganz schön hier. Man glaubt es nicht, wie viel es ausmacht, aber ich zeige es euch mal.
Wir haben Laminatboden, grauen Laminatboden. Fühlt man sich echt fast wie zu Hause. Es ist wirklich, gerade wenn man so lange Zeit hier ist, schon ein Unterschied. Ja, dann wurde ich, wie gesagt, musste ich mich am Vorabend rasieren und am nächsten Morgen hat die Schwester dann nochmal den Arm rasiert. Da soll man sich nicht rasieren, damit man sich nicht schneidet, weil sonst hat man Infektionsgefahr und dann kann es sein, dass die OP nicht stattfinden kann. Sagt einem auch irgendwie nur jeder Zweite. Ja, das hat die Schwester dann morgens nochmal gemacht. Meine Nacht davor war eigentlich ganz gut. Ich habe ganz gut geschlafen. Ja, und dann morgens ging es los. Ich wurde runtergefahren. Da haben mich alle total freudestrahlend begrüßt. Ja, ach, der Herr Engel, als würden wir uns schon Jahre kennen irgendwie. Ja, man wird durch so eine Holztür gefahren, durch so eine Schwingtür. Kam mir ein bisschen vor wie in der Metzgerei, weil noch so ein ganz großer, schwerer Pfleger dann vor mir stand und mich begrüßt hat auf Bayerisch. Und dann dachte ich so, okay, ist wie in so einer bayerischen Metzgerei. Ja, und dann ja, muss man umsteigen auf einen, ja, das ist schon so eine Art OP-Tisch. Dann kriegt man Zugang gelegt. Das war bei mir wie immer eine Hürde, weil meine Venen da nie so Bock drauf haben. War aber auch ein ganz, ganz, ganz netter Pfleger, der das bei mir gemacht hat. Ja, dann wird man in den OP gefahren, muss nochmal umsteigen auf den OP-Tisch. Richtig weich und bequem mit Polstern und so, richtig krass. Und dann kam der Narkosearzt, hat sich mir vorgestellt, kam auch schön von der Seite, sodass ich ihn sehen konnte, meinte, ja, hier, ich bin Ihr Narkosearzt. Na, wir besprechen nochmal alles, was Sie gestern schon besprochen haben, ist mit mir den Zettel nochmal durchgegangen. Sonst haben Sie keine Unverträglichkeiten, Sie haben nichts gegessen und so weiter und so fort. Ja, und das hat alles ganz gut geklappt. Ja, dann war ich in Narkose, bin dann aufgewacht auf Intensivstation. Die OP hat ungefähr 6 Stunden gedauert. Der Herr Clemens hat mich operiert, zusammen mit Dr. Durna und Dr. Kovac und halt noch dem ganzen Ärzteteam drumherum. Ja, habe mich sehr gefreut, weil bei Doc Clemens hatte ich mein allererstes Vorgespräch hier in Bogenhausen. Das war also, ja, ich kannte ihn einfach und habe Ergebnisse von ihm gesehen, die ich sehr gut fand. Deswegen habe ich mich dahingehend gefreut. Das habe ich aber auch erst erfahren beim Einchecken im MVZ. Da haben die mir das am Ende vom Gespräch gesagt. Ja, und dann, komische Geräusche, war ich auf Intensiv eine Nacht. Man darf am Anfang nichts trinken. Ab 8 Uhr habe ich dann wieder was zu trinken bekommen. Vorher so Stäbchen zum Befeuchten. Meine Mom durfte mich auch besuchen und so. Das war alles kein Problem. Jede Stunde wird dann gedoppelt. Also da wird so ein Ultraschallgerät drauf gehalten und ge hat geguckt, ob der Phallus durchblutet ist. Und dann macht es halt so Geräusche. Ja, am Anfang habe ich vier Ladungen DP bekommen, drei halbe, eine ganze. Und dann waren die Ärzte da, Clemens und Durna waren ja um 4:30 rum da, haben mich gefragt, ob alles okay wäre, ob es mir gut ging und so. Habe ich gesagt, ja, alles super, alles toll. ja, und dann haben die gesagt, ja, hier, Sie müssen keine Schmerzen ertragen, ne? Sagen Sie ruhig Bescheid. Habe ich eine Stunde später nach der DP-Ladung Bescheid gesagt, ich hätte gerne noch was. Dann hat sie gesagt, ja, ich kann Ihnen nicht so viel DP geben, sonst müssen wir Sie beatmen. Ich so, oh Gott, nein. ja, und dann hat sie aber einen Pfleger übergeben und der war total lieb. Also der war echt richtig, richtig nett. Der hat dann gesagt, nee, ich kann Ihnen noch was anderes geben und hat mir dann Novalgin IV gespritzt und danach ging es mir auch echt besser. Ich hatte halt nur Schmerzen im Arm die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, ganz schmerzfrei kriegen wir sie nicht, aber wir wollen sie schon so auf eine 3 auf einer Skala von 1 bis 10 runterbekommen. Ja, und das hat eigentlich auch soweit geklappt. Die Nacht über war ich dann leider wach, weil neben mir noch jemand eingeliefert wurde, ein Ukrainer, der die ganze Zeit mega laut geatmet und geschnarcht und gestöhnt hat. Das war schon echt nervig, aber ich habe gedacht, solange ich keine Schmerzen habe, ist mir alles andere egal. Und dann war ich halt die Nacht wach, ein bisschen Fernsehen geguckt. Man kriegt hier so einen netten kleinen Bildschirm, so wie hier. Hat man auch oben kostenlos zur Verfügung, unten auf der Intensiv. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag wieder auf die normale Station gekommen. Das war so um 9. Also morgens hat mich die Schwester da noch gewaschen. Abends hat mich der Pfleger gewaschen. Morgens haben die mich gewaschen. Dort durfte ich mich auch schon auf die Seite drehen, weil man muss ja dann, hat dann 2 Tage ganz strenge Bettruhe, man darf also nicht aufstehen. Am dritten und vierten Tag Post-OP darf man ein bisschen aufstehen, da hat man eingeschränkte Bettruhe, da darf man halt aufstehen und sich im Zimmer bewegen, je nachdem, wie es halt läuft. Ja, genau, das heißt, die ersten 2 Tage Post-OP ist nicht so viel passiert. Ich hatte halt so einen Bettenbahnhof, also so ein Gestell. Versuche ich nachher noch ein Bild hier reinzumachen von.
Damit man einfach, damit die Decke nicht aufliegt und ja, das war halt einfach leichter. Ja, und am nächsten Tag, am dritten Tag Post-OP durfte ich dann halt aufstehen. Das war ganz cool, weil der Physiotherapeut kam und ich habe direkt gesagt, oh, mein Kreislauf, der macht das auf jeden Fall nicht mit. Und es hat voll gut geklappt. Also ich konnte direkt rumlaufen, dann bin hier ein paar Runden gedreht, bin ins Bad gegangen. Also es hat richtig, richtig gut geklappt. Bin dann gestern auch noch dreimal aufgestanden. Hat auch von den Schwestern nachher das Okay, dass ich alleine aufstehen darf. Und heute bin ich wieder aufgestanden. Heute Morgen war ich zum ersten Mal endlich mal auf dem Klo. Darüber spricht man ja eigentlich auch nicht so. Aber ja, wenn man die ersten 2 Tage halt Ausscheidungen hätte, also man hat ja einen Katheter bis 5 Tage Post-OP, aber der Rest geht halt nur auf Bettpfanne. Da müsste man halt auf die Bettpfanne gehen, aber der Darm ist sowieso so lahm von der OP, weil das ist ja auch ein Muskel, der halt 6 Stunden ausgeschaltet wurde und ja, aber ich hatte schon echt Gase im Bauch und so, das war schon nicht so angenehm und heute Morgen bin ich auch so mit Bauchschmerzen aufgewacht und dann war ich Gott sei Dank mal auf Toilette und es ging alles sofort und obwohl man ja auch nicht sitzen darf, ja, man darf ja keine 90 Grad sitzen, man soll ja alles bis 60 Grad ist okay. Weil in der Leiste ja der Nerv und die Arterien angeschlossen werden. Und deswegen soll man halt einfach nicht sitzen. Das ist gar nicht so einfach auf der Toilette. Ihr könnt es gerne mal zu Hause ausprobieren, 60 Grad da zu sitzen und dann sein Geschäft zu erledigen. War schon spannend. Aber ja, hat alles geklappt und ich bin froh, dass alles geklappt hat. Und ja, morgen steht dann der erste Verbandswechsel an, 5. Tag Post-OP. So sieht mein Ärmchen derzeit aus. Finger kann ich auch gerade machen, kann ich auch bewegen. Der Daumen ist ein bisschen pelzig, aber der Rest geht eigentlich. Ich soll sie aber so gut wie nicht bewegen, weil das einfach besser ist für die Wundheilung. Genau, ja, genau. Morgen ist kompletter Verbandswechsel: Arm, Phallus, Bauchnarbe, alles im Prinzip. Jo. Meinen Bettenbahnhof bin ich dann auch gestern losgeworden, am dritten Tag Post-OP. Dann kriegt man nur noch so ein Hütchen. Ich kann das jetzt leider schlecht filmen, aber ich werde noch ein Bild einstellen. Ja, genau. Und morgen ist halt, wie gesagt, erster Verbandswechsel mit allem. Und am siebten Tag ist nochmal kompletter Verbandswechsel, also am Dienstag. Und da darf ich dann das erste Mal duschen gehen. Ja, nach 10 Tagen werden die Klammern von der Bauchnabe gezogen und ja, also die Schmerzen sind wirklich wieder erwartend echt aushaltbar. Ich hatte beim Klitpen wirklich richtig Schmerzen, auch richtige Nervenschmerzen, die habe ich jetzt gar nicht. Also mir tut halt der Arm ab und zu ein bisschen weh oder es kribbelt halt, aber nichts, was man nicht aushalten könnte. Und ich nehme jetzt nur noch dreimal am Tag Ibuprofen. In der Leiste zwickt es ab und zu mal, klar, wenn ich mich viel bewegt habe oder aufgestanden bin, aber alles aushaltbar. Also nichts, wo man sagt, es ist brutal schlimm und also für diese OP, ich bin immer wieder verwundert, was der Körper alles wegstecken kann und schafft. Also das ist wirklich krass. Ja, genau. Das war so mein Erfahrungsbericht von den ersten paar Tagen hier. Ich werde euch gerne noch weiter berichten. Und nochmal ein aktuelleres Video machen, wenn ein bisschen mehr passiert ist. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert einfach. Ich werde versuchen, auf alles einzugehen. Bis denne!